Junge, nimm lass deine es Finger sein. Von mir, Mann. Ich bin sehr gefährlich, Junge. Lass es sein. Ich bin gefährlicher als du, Mann. Halt deinen Mund. Ja, wir sind jetzt hier vor dem Jugendclub, ist das hier. Der Leiter von diesem Jugendclub hat uns angerufen und ein paar Jungs von ihm geraten wohl anscheinend auf die schiefe Bahn. Die sind wohl mega aggressiv, pöbeln sich an und machen nur Stress zurzeit. Ja, Carsten haben wir auch schon dazu gerufen. Den werden wir erstmal mit informieren, was da los ist, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo seid ihr? Was? Endstation. Wo seid ihr? Hier ist unser Barrio. Das ist euer Barrio. Ich glaube nicht. Dürfen wir mal durch? Danke. Ja, wir haben noch hier einen Termin. Hast du Termin? So einen Termin halt. Hier gibt's keinen Termin. Lass uns doch mal durch, Jungs. Hier gibt's keinen Termin, Alter. Wie, hier gibt's keinen Termin? Ich hab da einen drin Termin. Was sucht ihr? Was für ein Termin, Alter? So, was ist los bei euch? Was habt ihr für ein Problem? Bleibt doch mal ganz entspannt, alle. Ey, pass mal auf. Ist das schon mal lange nicht. Hier gibt's keinen Termin. Pass mal auf, wir können das jetzt ganz normal regeln oder wir regeln das anders. Hä? Regeln das so, kommt keiner rein. So wird das geregelt. Will ich das sehen, Alter. Sag mal, ihr will einen Klappspaten. Seid ihr bescheuert oder was? Macht die Anschein, dass ihr Land gewinnt, sonst frisst ihr die Scheiße. Willst du die Scheiße fressen oder was? Macht das euch immer fest. Und zwar ganz schnell. Ihr Klappspaten. Hose voller Scheiße, aber hier an der Uhr drehen oder was? Was ist das denn jetzt gewesen? Das war lecker anscheinend, aber naja. Super Sache, fällt mir schon richtig gut. Ich hab nichts abbekommen. Ja, haha, witzig, witzig. Tut mir leid, ich geb dir gleich ein Taschentuch. Ja. Unglaublich, was hier passiert. Zu krass, oder? Was riecht denn hier so nach Zwiebel? Ja, mit Taschen, Herr Pütz. Hallo. Ja, ich bin Noah Pütz. Carsten Stahl von der DETA Stahl. Cora Reinhardt, guten Tag. Chris Täuber, hallo. Könnten wir vielleicht mal gleich einen Lappen haben? Mein Mitarbeiter ist von einigen von Ihren, sag mal, Zöglingen wahrscheinlich ja, mit einem Döner beschmissen worden. Kommen Sie erstmal rein. Ja. Wollten eigentlich zu ihm, ja, ne, haben den Jungs dann auch gesagt, dass wir einen Termin haben. Und die meinten, nö, hier kein Termin, das ist unsere Straße, hin und her. Ich habe dann eigentlich ganz ruhig reagiert, aber dann sind sie auch an sie dran gegangen. Wie sahen sie aus? Waren so drei Jugendliche. Einer mit ein bisschen breiter Kette an, tätowiert auch. Und also das ist das, womit wir hier seit Wochen am Kämpfen sind. Mhm. Also Aggression auch untereinander, unter den Jugendlichen, von jetzt einfach raus, kriminelles Verhalten. Respektlosigkeiten. Ja. Mhm. Sind denn sonst noch irgendwie mal irgendwann was aufgefallen? Ja, die werden alle kriminell im Moment, oder zumindest einige. Wir zwei haben einen Kiosk überfallen. Was? Oh. Ja, einer liegt schwer verletzt im Krankenhaus, weil sie sich gegenseitig aus Spaß hier umhauen. Also so catchen dann oder was? Ja, das ist ganz seltsam. Also. Was ich jetzt erstmal machen würde, wäre eigentlich wirklich, Sie sagten hier, diese kriminelle Energie, haben Sie da vielleicht das Gefühl, dass da noch von außen irgendwelche Wirkung auf die Jugendlichen eindringt? Ja, also ich glaube, es ist vielleicht irgendwie eine Bande oder so, was hinter denen steht. Also das ist ganz seltsam auf alle Fälle. Also okay, das ist jetzt nämlich das, was wir Ihnen anbieten könnten. Da Sie ja natürlich jetzt schon so ein bisschen verbrannt sind, und Sie sind hier schon so ein bisschen der Märchenonkel, wa? Muss ich mal entschuldigen, aber ist so, muss hier mal ein frischer neuer Wind drin, dass die so jemanden haben, die so ein bisschen auch antackeln können. Mhm. Und ich sehe ja, Chris ist so die Opferrolle, der passt ja gut. Das ist ein dickes Fell, ja, und jetzt riechst du in der Zwiebel. Ja, würde ich sagen, wenn es möglich ist, dass wir den hier vielleicht so ein bisschen als neuen Teacher einbringen könnten. Das können wir garantiert einrichten. Ja. Na gut, ja, Chris. Machen wir das so. Ja, Chris ferngesteuert, Cora sitzt schön am Laptop und sieht das alles. Ja, okay. So. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Was macht ihr eigentlich hier so nach dem Zentrum? Was machen wir? Was machen wir? Hängt hier rum und so. Was? Wo hängt denn hier so rum? Ja, zu Hose. Ja, was ist aber glaub mir, die haben alles so abgesichert und so, da kommst du nicht rein. Apple, Alter, weißt du? Ich schmeiß uns ein paar Dinger vorher, Alter. Dann ist hier kein Problem. Ach, da kommt noch jemand dazu. Was machst du hier? Simon, ich muss mit dir reden. Kommst du bitte mal mit nach draußen? Was reden? Ja, wie, was denn? Ich muss mit dir reden. Was machst du hier? Ich rede hier kein Chinesisch. Du sollst raus. Geh mal raus. Ich hab keinen Bock auf dein Gelaber jetzt, Alter. Geh mal raus. Ist ja unglaublich.
Die Jungs lachen sich da schön einen ab, ey. Ihr seid doch genauso bescheuert. Mann, du sollst gehen. Ich möchte mit dir reden. Ich hab da was in deinem Zimmer gefunden. Hey, du sollst einfach gehen. Du mit deiner Mutter. Wie, was interessiert dich das, Alter? Ja, wer bist du jetzt, dass du redest? Pass mal auf, wer bist du jetzt, dass du redest, Mann? Komm, geh mal, nimm mal deine Hände weg von mir, Alter. Nimm deine Hände weg. Ich schnapp schnapp und zwar zügig. Aber hier. Sie sind die Mutter von Jeremy? Mhm. Ja, ich glaube, wir gehen vielleicht mal ins Büro, wenn die Jungs hier nicht zugucken können. Und mit dem Jeremy, also der ist eben sein. Hallo. Hallo. Cora. Ich kläre das gerade direkt mal auf. Das ist meine Kollegin Cora Reinhardt. Guten Tag. Mein Name ist Chris Teuber. Wir sind Privatdetektive von der Detektei Stahl. Wir sind engagiert worden von Herrn Pütz. Ich habe die engagiert. Nehmen wir erstmal Platz, bitte. Ja, denke ich auch. Setzen wir uns einfach mal hin. Also, ich habe die Detektive engagiert, weil hier so einiges schief läuft mit den Jugendlichen. Nicht nur mit dem Jeremy, sondern allgemein. Und ich nicht mehr Herr der Lage bin, ich komme nicht mehr an sie ran. Also. Hier geht's schief. Ich kenne den Jeremy überhaupt nicht mehr wieder. Wissen Sie, wie der sich zu Hause verhält? Und ich vermute auch ganz stark, dass der Drogen nimmt und dass er die von hier aus diesem Jugendzentrum hat. Wissen Sie, was ich in seinem Zimmer gefunden habe? Nein, was denn? Ich weiß nicht, was es ist, aber es müssen Drogen sein. Ich kenne das Zeug nicht. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Lass mal gucken. Also Drogen, wenn es Drogen sind, dann habe ich da schon eine Befürchtung dazu, dass sie halt von Gang oder von Kriminellen hier gefügig gemacht werden. Also ich kenne ihn einfach nicht mehr wieder. Ja, es war schon echt heftig, das Verhalten, muss ich schon sagen. Ist das normal, dass er sie da so durch die Gang schubst? Das war ja mega aggressiv. Aggressiv ist überhaupt kein Ausdruck. Der benimmt sich auch zu Hause so. Aber sowas wie heute, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Der hat mich fast geschlagen. Ich würde sagen, das schicken wir auf jeden Fall mal ins Labor ein. Ja. Bringen das nachher vorbei. Die sollen das analysieren. Da ist schon der Pütz. Grüß Sie. Hallo, wir kennen uns noch nicht. Stahl, mein Name. Riesen. Hallo, nehmen Sie doch bitte Platz. Schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich am besten auf die Couch. So, ich setz mich da hin. Herr Pütz, Frau Friesen, wir haben die Ermittlungsergebnisse von den Tabletten von Ihrem Sohn. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das wirklich sehr, sehr starke Tabletten sind. Und zwar ist der Tililin. Ist wirklich mir sehr. Ja, das ist was. Was ist denn das für ein Zeug? Also ein Betäubungsmittel ist das. Also ja, ich genau, schon mit das ist ein Betäubungsmittel. Es ist eigentlich ein sehr starkes Schmerzmittel. Kommt vor allen Dingen bei Krebspatienten eingesetzt, wenn die sehr starke Schmerzen haben. Ja, oder anderen Sachen, wo man die Schmerzen unterdrücken muss, setzt sich an den Schmerzsynapsen an und schaltet sie aus. Das erklärt natürlich auch ein bisschen die Wesensveränderung. Mhm. Weil dadurch fühlen sie sich sehr stark, sehr mutig, weil jetzt setzt so ein bisschen das Angstgefühl außer Kraft. Und daher auch die ganzen Prügeleien. Ja. Genau. Fakt ist, das ist ein verschreibungspflichtiges Mittel. Und das bekommt man nicht einfach am nächsten Kiosk wie Smarties. Jetzt haben wir nämlich einen Vorteil. Ihr Sohn braucht wieder Nachschub. Sein Depot ist leer. Und das ist die beste Chance, die wir bis jetzt in dem Fall hatten. Denn jetzt machen wir eins. Ihr bleibt an den Jungen dran. Schaut nach. Ihr lasst ihn nicht mehr aus den Augen. Ist mir ja. Und wenn der pinkeln geht, seid ihr dabei. Ich will wissen, mit wem der sich wann, wo und wie trifft. Und wenn wir sehen, dass die Quelle da ist, der Dealer, einer oder mehrere, dann schlagen wir zu. Dann können wir nämlich nicht nur Ihren Sohn retten, sondern noch viele, viele andere. Denn glauben Sie mir, die verticken im großen Stil. Hier können wir schön uns allen helfen und unseren Kindern helfen. Und das machen wir. Scheiße raus, Alter. Ja, Mann. Nehmen die Hände wieder dreckig. Ja, Mann. Alle Müllmänner brauchen mittlerweile Realabschlüsse. Alter. Was ist das? Ehrlich? Ich war? Ja. Mach keine Scheiße. Auch ohne Scheiße. Jetzt hat er da eine Wanze angebracht. Das ist natürlich mega cool. So haben wir natürlich die Möglichkeit, die viel, viel besser auch zu hören, ne? Geht über mich, Jungs, oder was? So irgend so ein Ding drin. Boah, das wollte ich genau dasselbe, wollte ich gerade forschen. Oh Mann, ja. Ich weiß so, aber diesmal richtig geil, so mit Scheiß auf, was passieren kann. Ja, und so. Scheiß einfach auf, einfach diesmal 100%, einfach machen, Mann. Alles. Heute. Diesmal und letztes Mal. Heute. 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 Wann heute? Heute im Stadtpark. Um 9 Uhr. Um 9 Uhr? Treffen wir uns, Alter. Dann ziehen wir das Ding durch. Das gibt's doch nicht. Ja, nur, ich bin dabei. Gut. Ja, hey Carsten, hier ist Cora. Du pass mal auf, du musst unbedingt um 9 Uhr zum Stadtpark kommen. Ja, die Jugendlichen haben sich hier unterhalten, der Chris, die haben irgendwie Basketball gespielt. Die planen irgendein Riesending da, keine Ahnung. Die wollen, haben da irgendeine Straftat bestimmt vor. Wir brauchen unbedingt deine Unterstützung. Kommt mal her, Ben. Habt ihr eine Funke? Mhm. Und ich habe auch eine Funke. Ja. Wir wissen jetzt nicht, was hier läuft. Wir wissen nicht, ob hier vielleicht der Dealer auftaucht und wie viele das sind. Denkt mir immer daran.
ganz, ganz wichtig ist unsere Sicherheit. Das geht vor. Ihr bleibt zusammen. Ja. Ja, ihr geht in die eine Richtung, ich in die andere. Dann schauen wir, wo sie sind. Wir sind immer miteinander verbunden. Ja. Es passiert nichts, bevor ich euch nicht sage, dass wir zugreifen. Mhm. Ja. Alles klar. Ja, passt auf euch auf. Chris, Cora. Da kommen welche auf den Weg. Sucht euch eine Deckung. Jetzt wollen wir noch mal abwarten, was hier passiert. Das sind unsere Jungs. Aber es sind nur die Jungs. Wir warten auf den Dealer. Wir greifen nicht ein, bevor wir nicht den Dealer haben. Der ist der, der für uns wichtig ist. Alles klar. Wo ist der Vorsicht? Könnt ihr erkennen, was die da rübergeschoben haben? Ja, die geben sich da irgendwie Geld in die Hand. Wir bleiben zurück, wir warten auf den Dealer. Ohne den Dealer bringt das gar nichts. Alles klar. Hey. Los, sag ihn! Nicht eingreifen. Haut drauf! Cora! Cora, zieh dir die Jacke aus, schreck sie auf die Hühner, das abhauen! Geh dazwischen! Chris, bleib in Deckung, das bringt uns jetzt gar nichts. Wir wollen den Dealer, wenn wir die jetzt aufschrecken, wissen die Bescheid. Komm zu mir. Alles klar, die sind weg. Das Ding hätte jetzt nichts gebracht. Meine, wenn sie da hier Männerchen spielen wollen und eine große Nummer hier abziehen wollen, ist das eh eine Nummer. Aber wir haben gehört, die sind zugedröhnt. Der hat ja gesagt, das Zeug, du spürst keinen Schmerz. Wir haben das definitiv gehört. Die haben die Scheiße drin. Aber von wem haben sie das? Wir brauchen den Dealer. Ich habe gehofft, der taucht die auf. Ja. Ist aber nicht. Ja. Aber eine Sache sage ich gleich. Der Junge ist noch auf Teledin. Der wird sich mit Sicherheit. Ey, guck mal, da ist er. Alles da. Da steht der Bratte, welche kommen. Guck mal, da steht noch. Das war aber ein Auto, wo die Scheiben zu waren. Ja. Da wisst ihr nicht, wie viele Leute da drin sein können. Pass auf. Du bleibst im Auto. Ja? Du rufst mir den Auftraggeber. Mhm. Bleib hier, Chris. Du rufst mir den Auftraggeber und rufst mir die Bullen. Ja. Auf Zugriff. Schnappst du den. Pass auf. Ich nehme mir den Junior. Wenn der andere nur ist. Keine Ahnung, geht nicht mehr, der ist auf Teledin. Der andere wird ein Dealer sein, der wird die Scheiße nicht nehmen. Der wird klar sein, den kriege ich schon. Ist klar. Junior, willst du das wirklich? Was willst du, Alter? Willst du das wirklich? Lass mal die Muskeln spielen! Also, komm! Kleiner Scheißer, Mann! Bist du bekloppt? Ich kann dir den Arm brechen, den Genick brechen, du Idiot! Lass mich los, Alter! Mann, halt den Mund! Allah, ja. Bist du überscheuert? Lass mich los, Mann! Junge, ich will dir helfen! Junge, was helfen, ich will dir helfen! Nimm deine Nicksfinger von mir, Alter! Junge, nimm lass deine es Finger sein! Von mir, Mann. Ich bin sehr gefährlich, Junge. Lass es sein. Ich bin gefährlicher als du, Mann. Halt deinen Mund, Junge. Hör jetzt auf. Sonst muss ich dir wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Wir sehen uns doch mal. Hör auf jetzt, Junge. Wir sehen uns doch mal. Bleib ruhig. Wir sehen uns doch mal. Bleib da unten. Weißt du, was dir noch antut? Halt deinen Mund. Weißt du das? Ich los, Mann. Ruhe, komm, hör auf. Lass dich los. Ruhig. Nee, lass dich los. Nein, hör auf. Junge, lass dich los. Junge, hör auf. Sonst muss ich dir wehtun. Junge, lass dich los. Ran hier. Ruhe jetzt hier! Fahr dich runter! Ich will dein Gesicht sehen! Okay. Schau mich an, ich will dein Gesicht sehen! Hast du gehört? Schau mich an! Was tust du wie eine Scheiße? Was tust du wie eine Scheiße? Jetzt sind Kinder! Hast du ihn untersucht? Ich hab noch nichts gefunden, ne. Und ich finde auch. Wer bist du? Wer bist du? Woher kriegst du die Scheiße? Hör auf, Junge! Lass mich doch mal los, Alter! Hör auf! Willst du das nicht irgendwann? Ja. Ich seh dich noch auf der Straße, Alter. Du wirst keine Ich seh dich noch auf der Straße, glaub mir. Sei ruhig. Die Polizei glaub muss dich im Moment eintreffen. Ich hab Warte mal. Junge, nimm deine Hände von meinen Taschen. Chris, ja. Ich hab Rezepte. Ich hab gar nicht. Ich hab Rezepte. Junge. Das gibt's ja gar nicht. Nimm deine Hände aus meinen Taschen raus. Mann. Hör auf, Kleiner. Sonst muss ich dir die Pampers wechseln. Pampers, ich wechsel dir mal gestern die Pampers. Ja. Ach, ein Doktor ist du bist Arzt.
Schöner Doktor. Weißt du, was dein hippokratischer Eid ist? Menschen zu helfen. Und nicht dich daran zu bereichern. Hallo. Sei froh, dass du die Polizei hast. Guten Tag. Hör auf. Hallo. Ja, das sind hier die beiden Übeltäter. Deine Mutter kommt gleich. Wir bringen mal die Drogenhandel, ne? Teledin, irgendwelche Rezepte hat er hier ausgestellt. Das scheint ein Arzt zu sein. Und gibt dem Jungen, der auch noch minderjährig ist, Rezepte für Teledin. Tun Sie mir einen Gefallen. Bevor ich mich vernehme. Der Junior hier. Der ist voll mit Drogen, die der ihn versorgt hat. Der ist total drauf. Passen Sie bitte auf, sichern Sie ihn richtig. Tun Sie ihn nicht, weh. Komm mal her zu mir. Guck mich mal genau an. Wenn ich deine verschissene Visage noch mal sehe und sehe, dass du an Kittys Scheiße vertickst. Ich will meinen Anwalt spielen. Du bist ein kleiner Junge, mein Freund. Jetzt bleib ruhig. Ich tue das für dich und deine Mutter. Für mich? Was, Junge? Nimm deine Hände. Für deine Mutter tue ich das. Und jetzt fahr dich runter. Nimm deine Hände von mir, habe ich gesagt. Also, dass das jetzt sogar noch ein Arzt ist, das schockiert mich richtig. Diese Menschen haben mich geschworen, dass sie anderen helfen. Was hat der gemacht? Der bereichert sich aus Habgier und schadet Menschen. Ich meine, der soll Menschen helfen, dass sie leben. Der zerstört Leben. Vielleicht wird er immer mal auf der Strecke bleiben. Ist dem scheißegal.